Hallo Leute und herzlich willkommen bei Big Frank Gaming. Ich bin euer Big Frank und heute gibt es mal wieder was ganz Besonderes. Und zwar wissen ja einige von euch, dass ich einen alten Kanal habe, Flaps Gaming. Die Videos sind auch noch online, ja, teilweise ja. Aber ich möchte euch die natürlich nicht vorenthalten. Deshalb gibt es heute mal ein altes Video aus meinem alten Kanal. Wundert euch also nicht, dass hier gleich Flaps Gaming steht und ich von Flaps Gaming rede und nicht von Big Frank Gaming. Die Videos sind gut und es steckt viel Arbeit in dem Kanal. Und ich denke, es ist vollkommen okay, wenn ich die Videos hier nochmal hochlade. Viel Spaß damit, Freunde! Ja, hallo meine Freunde, hier ist wieder euer Frank für Flaps Gaming und wir spielen eine weitere Runde Rage 2. So, bevor wir dieses Mal loslegen mit der siebten Folge, möchte ich mit euch zusammen mal in die Trophy-Liste von Rage 2 reingucken. Immerhin interessiert ja jeden, was muss ich machen, um das Spiel zu platinieren. Das ist natürlich logisch, alle Trophäen sammeln. Gut, ein bisschen was haben wir hier auch schon erreicht, ja, 5 Gegner mit einem Sturmgewehr töten, ohne nachzuladen. Mit dem Sturmgewehr in 16 Sekunden 70 Schüsse abgeben, einfach nur draufhalten, das ist ja wohl nicht schwer. Tontauben schießen, triff einen in der Luft befindlichen Gegner mit einem Flintengeschoss aus der Schrotflinte. Ja, das könnte man noch machen. Töte 2 Gegner mit einem einzigen Schuss aus der Hyperkanone, die haben wir noch nicht. 200 Gegner mit dem Raketenwerfer, erreiche einen Overdrive-Multiplikator von 10. 10 Gegner mit einem Dash-Angriff töten, vernichte 50 Gegner mit Slam. Töte 3 Gegner innerhalb von 10 Sekunden nach Gesundheitsregeneration, auch gut. Lande mit einem Wingstick bei 100 Gegnern einen Kopftreffer. Töte einen Gegner durch die Explosion einer Geschützdrohne. Töte 13 Gegner von einer Seilrutsche aus. Töte 7 Abaddon-Mutanten-Crusher. Wirf eine gegnerische Granate zurück. Goon-Killer. Töte 1337 Goons. Kuckuck. Töte einen getarnten Shrouded. Töte einen Gegner, der versucht, einen anderen Gegner zu töten. Destruction Derby. Zerstöre hinter dem Steuer des Phoenix 128 Fahrzeuge. Con-Bye-Bye. Schalte einen Konvoi-Anführer aus. Töte einen Abaddon-Mutanten-Crusher mit dem Phoenix. Leben am Limit. Fahre mit dem Raptor 10 Sekunden an Höchstgeschwindigkeitslimit. Achso, fahre 10 Sekunden am Stück Höchstgeschwindigkeit. Hey, fahre über 9000 Meter. Das haben wir auch ganz schnell drin gehabt. Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Vogel? Sprenge 100 Meter mit einem Landfahrzeug. Asset House. Beende das zerklüftete Prärierennen unter 3 Minuten 3. Aus dem Gleichgewicht. Ausweichen Rammen mit dem Phoenix 19 Biker von ihren Motorrädern. Einladend hebe einen Gegner mit dem Radlader hoch. Goodbye Goon, jage mit dem Goon-Panzer Boomer einen Goon hoch. Schließe die Mission der Ranger ab. Stromausfall, das werden dann die restlichen Missionen sein. Oh, das sieht aber nicht allzu viel aus. Naja, egal. Noah ist neidisch, schließe 5 Archen ab. Einmal gepoppt, bringe 17 Ballons zum Platzen. Matahari-Manieren, zerstöre 30 Spionagedrohnen. Wage dich ins Innere des Echopods der Dünensee vor. Reise zum Gipfel des Echopods im Bruchgebiet. Echopod. Das sind die Dinger, die Natur wieder zurückgebracht haben. Ja, ja. Versunkene Hoffnung, besuche den Echopod der Marsch. Überquere die Brücke zum Echopod in der Wildnis. Und der Ödland-Vagabund, besuche jede Siedlung der Handelskoalition. Das sind alles, oder sagen wir, großteils Trophäen, die sowieso fast spielbar sind. Ich denke, die Platin dürfte relativ einfach sein, wenn man das Spiel durchzockt. So, wo sind wir stehen geblieben im Spiel? Am Elefantenfelsen. Den haben wir gerade komplett gelöst. Und haben den toten Ranger gefunden, der hier war. Das heißt, wir wenden unseren Phoenix und fahren wieder raus. Aber nicht, bevor wir uns ein neues Ziel auf der Karte gesucht haben. Hier müssen wir erstmal den zerstörten Schacht noch finden. Ein neues Gebiet auf der Karte. Weil wir wollen ja gerade jetzt hier im Anfangsbereich nicht irgendwie Löcher auf der Karte hinterlassen. Das wäre ja blöd irgendwo. Ich glaube, der Phoenix ist und bleibt mit Sicherheit das schnellste und stärkste Fahrzeug.
Was haben wir hier? Hier ist eine Arche. Haben wir die Arche denn schon gelöst? Ja, das ist die Canyon Eye Arche. Natürlich haben wir die schon gelöst. Wäre auch blöd, wenn wir dran vorbeigefahren wären, ne? In der Gegend haben wir ja immerhin gestartet. Rumpsi. Roadkill. Na, viel gebracht hat das jetzt nicht. Aber wir können hier die Mutanten noch einsammeln. Die Mutantensporen. Werden wir bestimmt auch noch irgendwann brauchen. Interessant, auf Dauer soll Rage 2 jede Menge neue Inhalte bekommen. Also ich kann euch jetzt schon sagen, dass unter anderem freie Welt-Events und sowas eingeführt werden. Und das soll schon mit dem nächsten Monat losgehen. Im Release-Monat jetzt hier im Mai soll es relativ ruhig bleiben, aber es soll auf Dauer hier einiges passieren. Also Bethesda Zenimax haben hier scheinbar noch einiges vor mit Rage 2. Und ganz ehrlich, bis jetzt macht es auch den Eindruck, dass sich das lohnen könnte. Ja, wir haben ja immerhin ein Crafting-System. Wir haben die Möglichkeit, Fahrzeuge zu besteigen und zu nutzen. Ja, Waffen gibt es ziemlich viele verschiedene. Hier ist auf jeden Fall irgendein hässliches Viech. Hier geht auf jeden Fall irgendwas vor sich. Das sieht schwer nach Mutanten aus. Okay. Ich sehe eine Art Habitat, einen gigantischen Bau. Oh, wenn es wirklich groß ist, solltest du lieber aufpassen. Crusher-Nester. Crusher-Nester wimmeln nur so vor gefährlichen Monstern, die als Crusher bekannt sind. Finde und töte den Crusher. Okay. Dann tun wir das doch einfach mal. Machen auf jeden Fall ziemlich viel Lärm hier, würde ich behaupten. Und hier geht es ziemlich weit runter, ohne die Möglichkeit wieder hochzukommen, glaube ich. Naja, hier gibt es auf jeden Fall erstmal dicke Munitionsausrüstung. Da wollen wir noch schnell, bevor jetzt wirklich irgendwas passiert, die Wummen nochmal nachladen hier. Na, das war definitiv nicht der Crusher. Dafür ist das Ding zu schnell umgefallen. Okay. Bis jetzt hält sich's noch in Grenzen. Das sieht auf jeden Fall nicht freundlich aus hier. Wofür die hier eine Lagerkiste mit Geld brauchen, weiß ich zwar auch nicht. Diese hässlichen Mutantenviecher, aber... Hat sich da was bewegt? Habt ihr das auch gesehen? Da hat sich doch was bewegt, oder? Ja, vielleicht doch nicht. Das sieht jetzt wieder so ein bisschen aus wie Half-Life hier. Schnauze.
Oh. Da habe ich jetzt gerade nicht mit gerechnet. Das ist ein Rohr. Ach, das führt nur da runter. Okay, ich dachte jetzt, da wäre ein Abgrund oder sowas. Okay. Wir haben noch keinen Crusher gesehen bis jetzt. Aber man hat uns ja den Rat gegeben, wir sollen alles sauber erkunden. Ja, hier finden wir zum Beispiel eingebettetes Feldritt. Das ist sehr positiv. Das ist Geld. Geld können wir immer gebrauchen. Oder sagen wir es mal so, es ist mehr wert wie Geld. Na komm. So, die Mutantenspuren eingesammelt. Bis jetzt noch alles ganz easy hier. Aber ich glaube, hierhinter treffen wir jetzt gleich irgendwann auf den ersten Crusher. Ich meine, es wäre auch ein gutes Versteck für die Menschen gewesen, ne? Hier. Dieses Bergwerk oder was das ist. Ich meine, wir kennen Itsoft ja. In Spielen wie Doom oder sowas werden hier auch an so dunklen Orten an den Seiten immer gerne Sachen versteckt. Ja, aber die alten Itsoft-Erfahrungen scheinen nichts mehr wert zu sein hier. Die haben sich neue Verstecke gesucht. Ach, das ist von Lack der Nuss hier. Die hatten wir sowieso die Mission, den zu töten. Ihr erinnert euch an die betrunkene Sanitäterin in Gunbarrel? Ihren Frust wegsäuft, weil ihr ganzes Team getötet worden ist von Lack der Nuss. Und ich glaube, genau auf der Jagd nach dem sind wir jetzt hier. Ja, langsam nehmen die Gegnermengen etwas zu. Hier wird es also langsam etwas heißer. Und etwas enger für uns. Ja, wollen wir hier jetzt nicht wirklich was verpassen. Ja, wer weiß, ob wir hier nochmal zurückkommen, wenn wir jetzt hier eine Kiste verpassen. Hier gibt es schon definitiv zu viel Munition. Hier geht es jetzt gleich echt los. Habe ich das Gefühl. Und zwar genau, wenn wir runterspringen. Ich höre ihn schon. Wow. Da ist er schon, Lactinus. Dann können wir den vielleicht von hier oben ein bisschen bekämpfen. Eieiei, das sieht nicht wirklich danach aus. Okay, wir wechseln dann nochmal die Waffen auf Granaten. Vielleicht können die schon irgendwas ausrichten. Nee. Mm-hmm.
Gut, der war jetzt nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Da haben wir den Gegner doch noch gerade so besiegen können. Der riesige. Aber der Mutant ist erledigt. Hervorragend. Diese riesigen Abaddon-Mutanten werden manchmal aufmüpfig und verlassen ihr Habitat, um alles platt zu trampeln. Gut, dass es jetzt nicht mehr dazu kommt. So, hier können wir erstmal einiges an Bewaffnung nachfüllen. Gut, ich hätte gedacht, dass es auf jeden Fall wesentlich aufwendiger wird hier. Da muss ich schon ganz ehrlich sagen, da bin ich dann dankbar, dass der leichte Schwierigkeitsgrad auch wirklich mal leicht ist. So, was haben wir alles verpasst? 4 Lagerkisten und eine Archentruhe. Ja, Heiliger, die werden doch wohl noch irgendwo rumstehen hier, oder? Was hast du jetzt davon? Aber viel machen können wir hier scheinbar nicht mehr in dem Raum. Gut, dann nehmen wir den Weg nach oben mit dem Aufzug. Kriegen sogar ein bisschen Aufzugmelodie. Pling, da sind wir. Und jetzt lass mich raten, der Weg führt genau nach draußen. Wir finden jetzt keine Archenkiste und nichts mehr hier. Ja doch. Ich wollte schon meckern. Kriegen wir noch so eine Lebensdrüse. Wer weiß, was wir damit noch machen müssen. Hier noch ein paar Ressourcen. Alles mitnehmen, können wir alles noch gebrauchen. Solange wir es tragen können, nehmen wir es auch mit. Schrottflintenmunition. Trotzdem haben wir 2 Lagerkisten übersehen. Verdammt. Das ist echt nicht cool, Leute. Naja. Sei es drum, wir müssen nicht alle Lagerkisten kriegen. Wir können uns noch ein paar Sachen für später aufheben, ne? Ja, in dem Wachturm haben wir auch nicht alles gefunden. So, rauf auf die Bergfestung. Die Virensysteme. Ein Meteor. Den finden wir sowieso so schnell nicht. Halten wir uns lieber erstmal an die Mission, die wir so machen können. Fahrender Händler. Fahren wir dem noch mal hinterher und gucken, ob wir das schaffen. Viel Glück da draußen. Ich bin Garcia der Gesellige. Was hast du denn Schönes dabei? Aber nicht, lass mich gucken. Neuronenschnittstellen. Lass mich wissen, wer hier vor mir steht. Vor dir steht Walker. Sollen wir wirklich so reden? Zweifelsohne. An der Sprache erkennt man das Format. Und darum möchtest du nur mit mir handeln. Meine Waren haben
vormachen. Was haben wir denn hier schönes? Gesundheitsinfusion, so, Wingstick-Upgrades. Die sind auf jeden Fall gut. Oh, mit Vergnügen. Ich habe sicherlich etwas, das deine Fantasie beflügelt. Da brauchen wir aber nie allzu viel von der Autoteile. Der nimmt aber dasselbe wie die anderen auch. Dann nehmen wir aber trotzdem diese Dings da noch mit da. Die verplätten wir und wir fahren jetzt zu unserem nächsten Missionsziel. Ja gut, vom Fahrzeug her muss ich schon echt zugeben, hat das wirklich was von Mass Effect Andromeda. Ich steige hier mal aus. Hier scheint es noch so einige Sachen zu geben, die interessant sein könnten. Ja, eine ganze Menge Kisten. Die meisten Sachen brauchen wir davon zwar nicht, aber egal, Geld ist auch gut. Ja, das Kistenaufschlagen ist teilweise etwas schlecht gemacht. Die könnten etwas schneller reagieren, die Kisten. Sprungschanze, da reizt ja schon wieder direkt da drüber zu heizen. Aber das lassen wir mal. Wir haben eine Mission und auf die wollen wir uns auch halbwegs konzentrieren, oder nicht? Das ist auch schon wieder ein interessanter Ort, aber das können wir uns später anschauen. Wir werden sowieso das gesamte Ödland hier noch erkunden müssen. Hey, lustig. Seht ihr das da hinten? Sieht aus wie ein Gesicht. Ne, hier oben scheint sich aber auch die Vegetation etwas zu verändern. Sieht teilweise ein bisschen seltsam aus. Ups. Nicht richtig aufgepasst. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist wieder so ein Banditenunterschlupf. Waffe überhitzt. Viel Glück da draußen. Ach, geht schon. Oh, wir brauchen Gesundheit. Auf keinen Fall außer Acht lassen.
und schnell die Gesundheit wieder auffüllen hier. Ja, die Bergfesten hier setzen schon ordentlich zu. Das letzte Gunlager war wesentlich einfacher. Nutzen wir doch mal den 5er Overdrive hier. Ich hätte gedacht, der Overdrive, wenn er schon so einen hohen Multiplikator hat, wäre deutlich effizienter. Aber scheinbar nicht. Gut, haben wir die Bergfestung auch befreit. Ordentliches Geballer hier, so wie es sein soll. Deine Archentruhe, wunderbar. Weitere Waffenkernmods, da können wir unsere Waffen ordentlich mit verbessern. So, insgesamt 6 Lagerkisten, ein Datenpad und eine Archentruhe. Die Archentruhe haben wir schon. Lagerkisten und Datenpads müssen wir noch finden. Gut, wir sind natürlich ziemlich metzelnd hier reingerannt und haben erstmal alles missachtet. Außer Gegner fertig zu machen. Jetzt haben wir erstmal die Zeit, uns hier in Ruhe umzuschauen. Gut, auf die große Action folgt meistens dann hier so ein etwas ruhigerer Moment, um auch die Spannungskurve und den Puls der Spieler wieder ein bisschen runterzuholen. Schade, das geht nicht. Wäre ein Versuch wert gewesen. Oh, Feldritt. Vorratskisten und jede Menge loses Feldritt. Das Zeug werden wir bestimmt noch brauchen. Was das hier wohl mal gewesen sein soll. Könnte eine Stadt gewesen sein. Zumindest eine kleine Siedlung oder sowas. Naja, aber unser Lieblingshobby, diese Kisten hier suchen, wird uns wohl noch eine Weile beschäftigen hier. Noch einen, da haben wir schon 4 von 6 Lagerkisten. Aber neben den Lagerkisten fehlt uns auch noch dieses Datenpad. Eigentlich sind die relativ wichtig, um so ein bisschen die Story mitzubekommen. Und auch die Nebenstories. Ich finde es schade, wenn die so extrem versteckt sind. Dass sie nicht offensichtlich irgendwo rumliegen, ist klar, aber... Ich fände es halt schön, wenn es einfacher wäre, die Story zu verfolgen. So ein bisschen was möchte man doch schon erfahren über die Welt, in der man sich bewegt. Hier oben wollte ich hin. Hier ist aber gar nichts. Schade. Hätte ja können sein, ne? Ist auch nichts versteckt. Dann klettern wir hier mal wieder hoch. Ja, hier ist noch eine von den Lagerkisten. Wunderbar. Damit haben wir auch die Lagerkisten alle gefunden. Das Einzige, was jetzt noch offen ist, ist das Datenpad. Dass ich aber scheinbar auch mit meinen Fähigkeiten nicht so einfach finden kann hier.
den Feldtriebmotor jagen, wenn die Luft, um die Zellen zu bekommen? Diese vermaledeiten kleinen Datenpads. Wo versteckst du dich wieder, du blödes kleines Dingen? Ah, da bekommen wir gerade einen neuen Kommentar von Mike Stitzel auf das Rage 2 Video von Let's Play. Er ist richtig begeistert. Ja, Fabi, du weißt selber, wann du den Kommentar abgegeben hast. Dann weißt du ja auch, wann ich produziert habe. Gut, aber wir sind eigentlich schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Aber eigentlich möchte ich auch gerne das Datenpad noch finden hier. Weil ich in der nächsten Folge nicht wirklich Lust habe, hier nochmal von vorne anzufangen. Mit der Suche. Wie gesagt, ich hätte gehofft, unsere Fähigkeiten hier bringen uns ein bisschen was, um die Datenpads zu finden. Aber ich sag mal, auch bei der Unordnung hier ist es natürlich schwer, so ein kleines Tablet zu finden. Wobei ich ja ganz ehrlich dazu sagen muss, das Ding müsste ja eigentlich blinken, ne? Ja gut, ich gebe uns noch ein, zwei Minuten, wenn wir es dann nicht gefunden haben, dann lassen wir auch das Datenpad erstmal außen vor. Mist, ich dachte, das wäre es gewesen. Hoffnung stirbt zuletzt. Also, wir kommen auf jeden Fall doch hier hoch. Aber das bringt uns scheinbar trotzdem bei der Suche nach dem Datenpad gar nichts. Ganz langsam mal umgucken noch. Sowohl oben als auch unten bringt uns das null. Na gut, liebe Freunde, wir haben die Bergfestung abgeschlossen. Das Datenpad, ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir finden es einfach nicht. Da sind noch ein paar Sachen, die wir brauchen können. Wenn hier im Vorhof jetzt nichts mehr ist, dann wüsste ich auch nicht mehr, wo es noch sein soll. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr gut versteckt, so wie es ausschaut. Jedenfalls danke ich euch an der Stelle schon mal wieder fürs Dabeisein. Ja. Hat Spaß gemacht, wieder mit euch zu zocken. Die nächste Folge werden wir natürlich auch wieder aufnehmen. Und ihr braucht nicht zu glauben, dass wir jetzt hier lange Pause machen. Es geht natürlich gleich direkt weiter. Ja, was möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall auch mal sagen? Ja, ich würde mich über ein Kanalabo von euch freuen. Kostet euch nur einen Klick, vielleicht ein Däumchen hoch. Kostet euch nur einen zweiten Klick. Und ich sag mal, zwei Mausklicks sind ja jetzt nicht so die Abnutzung. Ja, wer mir nachweisen kann, dass seine Maus dabei kaputt gegangen ist, der kriegt auch gerne eine neue von mir. Aber ich denke, das sollte nicht allzu viel Arbeit sein. Mir hilft es sehr und vor allem motiviert es natürlich auch, wenn ich Kanalabos, Kommentare und Daumen hoch und sowas kriege. Und dann kann ich euch natürlich auch schneller wesentlich mehr neue Inhalte liefern hier. Ja. Um das nochmal zu betonen, ich mache das hier natürlich alles nicht fürs Geld.
ganz klar. Trotzdem könnt ihr, wenn ihr das möchtet, natürlich eine Spende hinterlassen. Den Spendenlink findet ihr unten in der Beschreibung vom Video. Ja, da findet ihr auch die Links zu sämtlichen Social Media Accounts. Ja, weil ihr findet mich auch bei Facebook, bei Twitter. Ja, ich habe einen Twitch-Kanal. Gut, da wird jetzt mit Rage 2 natürlich momentan nicht so viel laufen, weil ich jetzt die Let's Play-Videos hier für YouTube gerade produziere. Aber da werde ich natürlich auch mit anderen Spielen öfters live gehen. Gut, wie gesagt, die Folge ist vorbei. Wir machen jetzt an der Stelle auch wirklich einen Cut und danke nochmal, dass ihr dabei gewesen seid. Das Übliche kommt jetzt natürlich wie immer. Ihr seht links und rechts jeweils ein Video, da geht es weiter. Andere Inhalte, interessante Inhalte, tolle Inhalte. Schaut mal rein, es lohnt sich. In der Mitte ist das Kanal-Abo, da könnt ihr draufklicken, wenn ihr ein Abo dalassen wollt. Also das Kanal-Logo, nicht das Kanal-Abo. Ja, ist klar, ne? Also, ich bin da mal raus für diese Folge. Euer Frank von Flap.